بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Es gibt eine Sache, die sich insbesondere in letzter Zeit enorm verbreitet hat. Es ist schon fast eine normale Sache geworden. Man sieht Prediger, und es sind leider nicht wenige, die ihre Unterrichte halten oder ihre Vorträge halten. Und es ist schon ein Muss geworden, dass man Frauen im Publikum sieht. Es ist schon ein Muss, also es ist schon ganz normal geworden. Es ist schon die Grundlage bei diesen Predigern. Dabei wird außer Acht gelassen, dass der Ikhtilat, also die Vermischung der beiden Geschlechter, verboten ist in der Scharia. Und es ist immer wieder erstaunlich, warum genau diese Leute alle dann immer diese Meinungen haben, dass es doch erlaubt sei. Und es sind dann meistens auch die Leute, die all diese abwegigen Randmeinungen haben. Und das ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Und es sind leider Leute, die denken, sie wären in einer Position, in der sie überhaupt nicht sind. Sie übernehmen die Rolle des Gelehrten, wobei sie nicht ansatzweise Gelehrte sind. Aber man nutzt hier die Unwissenheit des Publikums aus. Und in Deutschland hat man ohnehin nicht viele. Und in gewissen Regionen hat man vielleicht kaum jemanden. Dann nutzt man natürlich diese Situation aus und bläst sich auf, als wäre man der Gelehrte der Region und fängt an, Sachen zu verbreiten, die, wenn sie ein richtiger Gelehrter hören würde, so sträuben sich ihm die Nackenhaare bei den Worten, die diese Prediger von sich geben. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren vermehrt sehen, und es ist schon eine Grundlage für diese Prediger geworden, dass sie nur noch predigen, wenn vor ihnen die Frauen sitzen. Eines der widerlichsten Anblicke, die mir zugeschickt wurden, war von einem Prediger, und er hatte vor sich waren die Frauen am Sitzen und dann links von ihm irgendwo die Männer. Also jetzt ist es schon so, dass die Frauen vor einem sitzen und die Männer sitzen dann irgendwo ganz am Rand. Ja, Allahul Musta'an, ja, was für eine Stufe wir erreicht haben. Und wir sehen, wie diese Liberalisierung des Islams passiert von sogenannten Leuten des Wissens. Und ich habe davon einen Screenshot gemacht und es einem der Shuyukh aus Jordanien geschickt. Und er sagt, dass das ganz klarer Ikhtilat ist. Er sagt, dass es Ikhtilat ist und der Ikhtilat ist verboten. Wir haben hier zwei Formen, zu denen wir gleich kommen werden, um das ganze Thema etwas besser aufzugreifen. Das heißt, diese Leute fangen an, den Islam zu liberalisieren. Und wenn nicht irgendwann die Leute aufstehen und diese Sache realisieren und begreifen, auch die anderen Prediger, die das mitbekommen, dann werden wir in einigen Jahren das Problem vom Yaqin-Institut hier in Deutschland auch haben, wo sogenannte Leute des Wissens, die den Islam studiert haben, die Leute des Wissens hier hinkommen und dann so einen liberalen Unsinn verbreiten, wie sie es aktuell schon in Amerika machen und auch in anderen Ländern. Deswegen spreche ich jetzt über dieses Thema. Es geht weniger um die Personen, die das machen, sondern mehr um das Thema an sich. Weil wir wollen dieses Video so nützlich wie möglich machen, damit der Zuhörer profitiert. Und zwar finden wir den Ikhtilat. Aber bevor ich das Video anfange, möchte ich auf einen Vers im Koran eingehen, der sehr wichtig ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in der Sure 3, Vers 7, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Was so viel bedeutet, wie er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse, Muhkamat. Das sind die eindeutig klaren Verse. Sie sind der Kern des Buches. Und andere mehrdeutige. Das heißt, wir haben einmal eindeutige, klare Verse und wir haben mehrdeutige Verse, also zweideutige Verse. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung
zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Bedeutung außer Allah, und diejenigen, die im Wissen festgegründet sind, sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Hier gibt es, je nach Tafsir, kann man das anders übersetzen, man könnte sagen, aber niemand weiß ihre Bedeutung außer Allah, und diejenigen, die im Wissen festgegründet sind. Aber so wie ich es gerade gelesen habe, bedeutet es, aber niemand weiß ihre Bedeutung außer Allah und diejenigen, die im Wissen festgegründet sind. Der Punkt ist, es gibt klare und eindeutige Verse und es gibt zwei bzw. mehrdeutige Verse. Und diejenigen, die zum Irrweg neigen, sie nehmen sich zweideutige Verse und wollen damit Sachen erklären und belegen, die falsch sind. Wie zum Beispiel Ikhtilat, über das wir jetzt sprechen. Das heißt, wir finden immer Verse, die sind zweideutig und die kann man dahingehend interpretieren, um seine Shahawat gut zu reden, um diese falschen Sachen gut zu reden. Aber schauen wir, was der Koran und die Sunna dazu sagen, in Bezug auf den Ikhtilat. Und wir haben den Vers, wo es sinngemäß heißt, dass wenn wir uns über eine Sache streiten, dann bringt es zurück zu Allah und seinem Gesandten. Und wir schauen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in seinem edlen Buch und was steht in der Sunna über diesen Ikhtilat. Beginnen wir mit dem Koran. Wir finden im Koran die Geschichte mit Musa alayhi salam und den zwei Frauen. In der ungefähren Bedeutung heißt es, als er nun zum Wasser von Madian kam, fand er dort eine Gemeinschaft von Menschen, die tränkten. Also sie tränkten ihre Tiere. Und er fand außer ihnen zwei Frauen, die ihre Tiere fernhielten. Er sagte, was ist mit euch beiden? Sie sagten, wir tränken unsere Tiere nicht, bis die Hirten ihre Tiere weggetrieben haben. Und unser Vater ist ein hochbetagter Greis. Also sie erklären quasi, warum sie rausgekommen sind, um das Vieh zu tränken. Sie sagen, und unser Vater ist ein hochbetagter Greis. Also in anderen Worten, wir sind hier, weil unser Vater nicht kommen kann. Also es ist eine Notwendigkeit quasi. Es ist eine Notwendigkeit, weil der Vater nicht kommen kann, also müssen sie gehen und das Vieh tränken, denn andernfalls sterben die Tiere. Hier sagt Al-Barawi in seinem Tafsir, وَأَبُونَ شَيْخٌ كَبِيرٌ, also in Bezug auf die Aussage, und unser Vater ist ein hochbetagter Greis, hier sagt der Mufassir, der Imam Al-Barawi, لَا يُقْدِرُ أَنْ يَسْقِيَ مَوَاشِيَهُ فَلِذَلِكِ احْتَجْنَا نَحْنُ إِلَى سَقْيِ الْغَنَمِ. Er sagt also, die Frauen, sie haben gesagt, dass der Vater nicht hinauskommen konnte, um das Vieh zu tränken, und deswegen احْتَجْنَا mussten wir, ja, also aus einer Notwendigkeit heraus, gehen und das Vieh tränken. Was wir hier sehen, ist, dass diese Frauen sich nicht unter die Männer gemischt haben, sondern sie standen außerhalb. Das ist der erste Punkt, den wir hier rausnehmen. Der zweite Punkt ist, und das ist natürlich, wir sprechen hier von Bani Israel, nicht von der Umma des Propheten Muhammad. Und hier ist auch ein Hinweis darauf, wie es unter anderem in einer Überlieferung im Musanna von Abdul Razak bestätigt wird, dass dieser Ikhtilat nicht nur in der Umma des Propheten Muhammad verboten ist, sondern auch in den Umam davor, wie zum Beispiel Bani Israel etc. Und später, als Musa a.s. mit ihr zu ihrem Vater gegangen ist, ist Musa vorgelaufen und sie navigierte ihn, indem sie kleine Steine geworfen hat. Wenn sie den Stein nach rechts geworfen hat, dann sollte er nach rechts gehen, und wenn sie den Stein nach links geworfen hat, nach links. Dann haben wir eine andere Stelle im Koran, und zwar, wo die Frau von Imran sagte, als Imrans Frau sagte, in Sure 3, Vers 35 in der ungefähren Bedeutung, als Imrans Frau sagte, mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. So nimm es von mir an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Das heißt, sie war schwanger und hat quasi ein Gelübde abgelegt, dass sie das Kind im Tempel groß werden lässt. Was passierte dann? Das heißt, sie hat ein Gelübde hingelegt, und ein Gelübde ist grundsätzlich verpflichtend. Okay? Als sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht, und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte, und der Knabe oder der Junge ist nicht wie das Mädchen. Wo steckt jetzt hier das Verbot für den Ikhtilat drin? Das Verbot oder dieser Vers weist auf das Verbot der Geschlechtermischung hin. Und zwar ist das Gelübde einzuhalten verpflichtend. Sie hätte ihr Gelübde einhalten müssen, es war eine Pflicht. Insbesondere, wenn es ein Gelübde ist, welches gut ist, also welches zum Gehorsam gehört.
Und die Frau von Imran hatte dieses Gelübde abgelegt, dass das Kind, mit welchem sie schwanger war, dass sie es im Tempel groß werden lässt. Aber sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wird es ein Mädchen oder wird es ein Junge. Als es jedoch ein Mädchen wurde, brach sie ihr Gelübde. Und die Grundlage hierin ist die Pflicht. Und die Pflicht kann nur durch das, was verboten ist, gebrochen werden. Das deutet auf das Verbot der Mischung von den beiden Geschlechtern hin, an jenen Orten, wo man die Wahl hat. Und der Tempel ist ebenfalls ein Ort, wo man die Wahl hat. Und demzufolge deutet diese Sache auf das Verbot des Ikhtilat hin. Wir haben die Überlieferung von Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, der sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Iyakum wadduchulu ala nisa, wehe euch vor dem Eintreten bei den Frauen. Und dann sagte einer von den Ansar, ein Mann, er sagte, Ya Rasulallah, afara'ayta al-hamu, O Gesandter Allahs, was ist mit dem Hamu? Dieser Hamu ist der Verwandte des Mannes. Es wird oft im Deutschen, wird es oft von den Predigern als Schwager übersetzt. Es ist aber mehr als der Schwager. Es ist der Schwager, es ist der Verwandte des Mannes im Allgemeinen. Das heißt, der Bruder des Mannes oder der Cousin des Mannes. Und dann sagte der Prophet, der Schwager ist der Tod, beziehungsweise die Verwandten des Mannes sind der Tod. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man das genauso sehr vermeiden sollte, dass die Verwandten des Mannes bei der Frau des Mannes eintreten, genauso wie man den Tod vermeidet. Oder bedeutet es, dass das Eintreten der Verwandten des Mannes bei der Frau des Mannes wie der Tod ist. Denn das führt zu dem Absterben der Religion in den Herzen und zu viel Übel. Aber das ist hier nicht das Thema. Die Überlieferung finden wir im Sahih-Werk von Al-Bukhari mit der Nummer 5232. Ja, hier ist natürlich das Eintreten bei fremden Frauen gemeint. Es geht hier nicht um das Eintreten bei deiner Schwester oder deiner Mutter etc., sondern das Eintreten bei fremden Frauen. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und hier finden wir wieder eine Überlieferung, die darauf hinweist, dass der Ikhtilat verboten ist, die Geschlechtermischung. Und zwar hat der Prophet von der Geschlechtermischung abgehalten, selbst an den liebsten Plätzen Allahs. Und zwar sagt er, خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا, dass die beste Reihe der Männer die vorderste ist, وَشَرُّهَا أَخِرُهَا, und die übelste ist die letzte Reihe der Männer, وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَخِرُهَا, und die beste Reihe der Frauen ist die hinterste, وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا, und die übelste ist die vorderste Reihe der Frauen. Und die Überlieferung finden wir im Muslim mit der Nummer 440. Und dies ist eines der deutlichen Beweise, dass der Ikhtilat verboten ist. Und wann immer der Mann von der Frau entfernt ist, dies besser ist. Und auch umgekehrt, wann immer die Frau vom Mann entfernt ist. Und diese Überlieferung bezieht sich auf das Gebetshaus Allahs. Selbst dort wird auf die Trennung geachtet. Wie ist es dann erst heutzutage an Orten, die nicht solche heiligen Orte sind? Und zudem spricht die Überlieferung von der besten Schöpfung. Und trotzdem wurde getrennt an einem Ort, wo man Gebete verrichtet. Das sind die Sahaba und die Sahabiyat. Das sind die Besten dieser Umma und trotzdem wurde getrennt. Und was auch darauf hindeutet, dass der Ikhtilat verboten ist, ist die Tatsache, dass die Männer nach dem Gebet sitzen geblieben sind, bis die Frauen gegangen sind. Und da finden wir eine Überlieferung im Sahih-Werk von Bukhari mit der Nummer 837. Dort sagt Salama radiallahu anha, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. Immer wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet mit dem Taslim, also mit Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, beendet hat, standen die Frauen auf und er blieb noch eine Weile an seinem Platz, bevor er aufstand. Und Ibn Shihab, sagte Ibn Shihab, al-Zuhri, der große Imam der Tabi'in, er sagte, فَأَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ صَرَثَ مِنَ الْقَوْمِ. Und Ibn Shihab Zuhri, er sagte, und ich denke, und Allah weiß es am besten, dass der Zweck seines Verweilens war, dass die Frauen vor den Männern, die ihr Gebet beendet hatten, gehen konnten. Also damit die Männer sind quasi geblieben, damit die Frauen gehen können. Und danach sind erst die Männer gegangen. Und die Überlieferung finden wir, wie gesagt, bei Sahih Bukhari. Wenn die Geschlechtermischung kein Problem wäre, wozu machen die das dann? Eine weitere Sache, die darauf hindeutet, ist die Errichtung einer extra Tür für die Frauen.
Und Ibn Umar, er sagt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, لو تركنا هذا الباب للنساء. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn wir doch die Tür da den Frauen überlassen würden. Und Nafi' sagte, Ibn Umar trat dann, bis er starb, niemals durch diese Tür ein. Und die anderen Überlieferer, außer Abdul Warith, sagten, dies sei die Aussage von Umar ibn Khattab, dies ist richtig. Yani, der Punkt ist, aus dieser Überlieferung, dass es eine extra Tür gab für die Frauen, und diese Überlieferung finden wir im Sunanwerk von Abu Dawud. Dann hat Abu Dawud al-Sijistani, der Imam und der Autor des Sunanwerks, er hat ein Kapitel geschrieben, welches lautet Bab insiraf an-nisa qabla ar-rijal min as-salah. Das Kapitel über das Gehen der Frauen, bevor die Männer gehen vom Gebet. Also, dass die Frauen zuerst gehen und dann die Männer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir es in den beiden Sahih-Werken finden, hat in Eid einmal für die Männer eine Khutbah gehalten und ist dann zu den Frauen gegangen und hat die Khutbah auch nochmal für die Frauen gehalten. Und es deutet ganz klar darauf hin, dass die Scharia eine Trennung für den Mann und die Frau vorsieht und es extrem priorisiert. Und zudem gehört es zu den Qawaid der Scharia, die Tür zu schließen. Diese Qawaid nennt man Saddul Dhara'i', dass man die Tür schließt, die zum Übel führen und die zur Fitna und zur Fahisha und zum Schändlichen führen. Und deswegen sagt Allah im Koran, لا تقربوا الزنا, nähert euch nicht der Zina. Alles, was zur Zina näher bringt, wird für verboten erklärt. Und es besteht kein Zweifel, dass der Ikhtilat, also die Geschlechtermischung, zur Zina führt. Und jeder, der hier in Deutschland zur Schule gegangen ist, der kann das bezeugen. Außer jemand, der ein krankes Herz hat, würde das abstreiten. Jeder zweifellos kann bezeugen, der hier zur Schule gegangen ist und Geschlechtermischung erlebt hat all die Jahre, zu wie viel Fassad, zu wie viel Übel und Schändlichem diese Sache führt. Und das ist kein Geheimnis. Man könnte jetzt aber sagen, okay, es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel eine Person, Mashallah Ali, ja, der ist überhaupt nicht beeinflusst, wenn er zusammen mit Frauen ist und so weiter und so fort. Dann sagen wir, die Antwort darauf ist ganz einfach, und zwar, dass die Scharia, die Gesetzgebung Allahs, hat das Urteil entsprechend den meisten Fällen gebildet. Also die Scharia schaut auf das, was am meisten der Fall ist, und die Ausnahme bekommt kein Urteil. Und demzufolge, wenn es Ausnahmen gibt, dann ist es schön und gut, aber diese Ausnahmen sind uninteressant in diesem Fall, weil hier auf die Situation der meisten geschaut wird. Und deshalb, es geht darum, was grundsätzlich der Fall ist und nicht um die Ausnahmefälle, die vielleicht eins von 1000 sind oder eins von 10.000 oder sogar vielleicht eins zu 100.000. Und wir haben in der Überlieferung im Sunanwerk von Abi Dawud mit der Nummer 5272, und die Überlieferung wurde als Hassan klassifiziert, dass Hamza ibn Abi Usaid al-Ansari berichtet von seinem Vater, dass er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam beim Hinausgehen aus der Moschee, als Männer und Frauen gemischt auf dem Weg waren, zu den Frauen sagte, also der Vater von Hamza ibn Abi Usaid al-Ansari, er sagt, dass er den Propheten gehört hat, sallallahu alaihi wasallam, wie er gesagt hat, bleibt etwas zurück, es steht euch nämlich nicht zu, in der Mitte zu laufen. Also haltet euch am Wegrand. Und die Frauen sollten quasi am Rand laufen und die Männer in der Mitte. Warum? Damit es nicht auf den Wegen zur Geschlechtermischung kommt. Und die Frauen klebten dann an der Wand, sodass ihre Kleider manchmal an der Wand hängen geblieben sind, weil sie sich selbst dran klebten. Also sie sind extrem nah an der Wand gelaufen. Warum? Warum das alles? Jetzt, nachdem man diese ganzen Sachen hört, warum haben die das Ganze gemacht? Haben die das zum Spaß gemacht, damit heute Prediger kommen und Unterrichte geben, wovor denen nur noch Frauen sitzen und am Rand sitzen die Männer? Habt ihr das gelernt, als ihr an den Universitäten den Islam studiert habt? Ist das das, was ihr gelernt habt? Wallahu al-musta'an. Wir haben eine weitere Überlieferung im Sahih-Werk von Bukhari. قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه. Und zwar überliefert Abu Sa'id al-Khudri, dass einige Frauen den Propheten sallallahu alaihi wasallam baten, einen Tag für sie festzulegen. Warum taten sie das? Da die Männer seine ganze Zeit in Anspruch nahmen. Und daraufhin versprach er, ihnen einen Tag für religiösen Unterrichte und Gebote etc. zu geben. Die Überlieferung finden wir im Sahih-Werk von Bukhari mit der Nummer 101.
Das heißt, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam so beschäftigt war und er mit den Angelegenheiten der Umma yani, beschäftigt war und er kaum Zeit hatte, hat er den Frauen einen speziellen Tag gewidmet. Hier könnte man die Frage stellen, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, kommt, sitzt hier mit den Männern, ja, so wie es die Prediger heute machen, bei denen das schon die Grundlage geworden ist. Warum hat der Prophet nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam, statt dass ich zweimal dasselbe sage, kommt doch einfach und sitzt bei den Männern zusammen. Warum hat der Prophet das nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam? Ich denke, die Antwort von euch kennt jeder selber. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat extra einen Tag diesen Frauen gegeben, anstatt diese Frauen zu den Männern zu holen, damit sie dort sitzen, ja, wie es die liberalen muslimischen Prediger machen, die den Kittel von Ahlus Sunnah wal Jama'a angezogen haben und sich als die Shuyukh von Ahlus Sunnah verkaufen. Wallahul Musta'an. Hier gibt es jetzt eine Sache. Viele sagen, ja, aber wenn man einkaufen geht, wenn man dorthin, wenn man zum Arzt geht, das ist doch unmöglich, dass man sich nicht unter die Männer mischt, etc. Wir müssen verstehen, wir haben zwei Formen des Ikhtilat, der Geschlechtermischung. Einmal eine, wo man verweilt. Man verweilt, wie zum Beispiel in einem Unterricht, die diese Prediger mittlerweile geben, man verweilt dort, also man verbringt eine gewisse Zeit dort. Und es passiert aus eigener Entscheidung heraus. Es ist also nichts, wo es eine Notwendigkeit gibt. Ja? Du entscheidest dich dazu, an diesem Ort zu sein und du verweilst dort. Wenn das der Fall ist, dann ist dies nach Übereinkunft verboten. Nach Übereinkunft ist das verboten und sogar in den anderen Gesetzgebungen. Das heißt nicht nur bei den Muslimen, sondern auch bei den Bani Israel und anderen Umma. Dann haben wir die zweite Form. Das ist, warum es für einige schwer zu verstehen ist, warum der Ikhtilat verboten ist. Wenn wir über Ikhtilat sprechen, dann meinen wir diese Form, ja, wo du dich selber entscheidest, dahin zu gehen und dort zu verweilen. Die zweite Form ist der Ikhtilat, wo die Frau eine Erledigung hat, zum Beispiel. Die Frau, sie muss zum Beispiel zum Arzt gehen. Oder die Frau, sie geht zu ihrer Nachbarin. Jetzt auf diesem Weg sind auch Männer vorhanden. Solange sie nicht diese Männer berührt, ist die Grundlage, dass es erlaubt ist für sie, dies zu tun. Aber der Unterschied zwischen der ersten Form und der zweiten ist folgende, und zwar, dass sie bei dem zweiten nicht verweilt mit den Männern. Sie geht ihrem Weg und es kann sein, dass der ein oder andere Mann an ihr vorbeikommt, aber sie berührt die Männer nicht und sie verweilt nicht mit den Männern und es ist keine eigene Entscheidung, die sie trifft. Jetzt könnte man sagen, es ist doch ihre Entscheidung, wenn sie zum Arzt geht. Ja, aber es ist eine Notwendigkeit dahinter. Sie geht nicht aus Spaß dahin oder um Zeit zu vertreiben, sondern sie geht, um etwas zu erledigen. Und demzufolge ist es ein Riesenunterschied zwischen der ersten und der zweiten Kategorie. Und wir müssen verstehen, dass die Prediger, die heute diese Unterrichte geben, wo es schon Standard geworden ist, dass die Frauen dort sitzen mit den Männern zusammen, dass das aus eigener Entscheidung heraus passiert und sie die Wahl treffen und dies ist zweifellos haram. Und dies ist zweifellos haram. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Richtige als richtig zeigen lassen und diese liberalen Prediger recht leiten. Und wir haben einen weiteren Beweis, der das Ganze sehr deutlich macht. Und zwar, Aisha, Allah soll gefallen auf ihr, sie sagt, Kharajat Sauda bintu Zam'a leylan fara'aha Umar. Sauda ist eines Nachts hinausgegangen und dann hat sie Umar radiallahu anhu gesehen. Und Umar erkannte sie. Und er sagte, bei Allah, o Sauda, du kannst dich nicht vor uns verstecken. So kehrte sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück und erzählte ihm dies, während er in meiner Wohnung saß und sein Abendmahl einnahm. Auf jeden Fall bekam der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung. Und danach, nachdem er die Offenbarung bekam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist das, worauf ich hinaus will, قَدْ أَذِنَا لَكُمْ أَن تَخْرُجْنَا لِحَوَائِجِكُمْ. Und das ist der Shahid. Das ist das, worauf es ankommt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Frauen, Allah hat euch erlaubt, für eure Bedürfnisse hinauszugehen. Und das ist genau die zweite Kategorie, von der ich davor gesprochen habe. Nämlich, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht oder wenn man zur Moschee geht, etc., wenn es eine Haja gibt. Das heißt, wenn die Frau zum Beispiel zu ihrer Nachbarin geht oder sie eine Erledigung hat und auf dem Weg sind Männer, wird natürlich vorausgesetzt, dass es keine Berührung gibt und die Grundlage wäre dann, dass es in so einem Fall erlaubt ist.
Oder wenn die Frau zum Gebet geht und dies ist natürlich, wie zuvor erwähnt, an verschiedene Sachen verknüpft, wie zum Beispiel, dass der Weg weit genug ist, ja, sodass es nicht zu Körperkontakt kommt und nicht eng wird und dass sie Scharia-konform angezogen ist. Ja, und da scheitert es wahrscheinlich bei den meisten Frauen heutzutage. Möge Allah es ihnen leicht machen, sich Scharia-gemäß zu bedecken. Das bezieht sich also nur auf Erledigungen, welche notwendig sind, sprich die zweite Kategorie, über die ich zuvor gesprochen habe. Was sich aber auf Sitzungen beschränkt oder Arbeitsplätze oder Ähnlichem, so ist es verboten. Zweifellos ist das verboten. Zweifellos. Wir haben gesehen, dass diejenigen, die zur Abschweifung tendieren, gerne mal nach zweideutigen Beweisen suchen, um sich ihre Schahawat schön zu reden. Und das ist etwas, was bekannt ist. Und wir haben gezeigt, wie die Scharia aus Koran und Sunna dazu steht und die Aussagen der Gelehrten sind klar und deutlich und man findet sie, yani, muss man nur im Internet Hukum al-Ikhtilat eingeben und dann findet man die Urteile darüber. Und demzufolge möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere muslimische Community hier in Deutschland vor diesen Leuten bewahren, die versuchen wollen, den Islam zu liberalisieren und die versuchen wollen, diesen Islam zu verbiegen, entsprechend ihren Gelüsten und Shahawat. Möge Allah uns zu jenen machen, die dies verhindern und diesen Islam schützen. Und sei ein Teil davon, indem du diese Sachen verbreitest. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.